Servus und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir sind genau hier an der Stelle stehen geblieben und da machen wir jetzt weiter und sammeln hier erstmal ein, was wir noch finden. Truck-Notiz. Meine Güte. We finished scurrying. We finished scurrying the city for... Habe ich gerade einen Gegner gehört? Nein, okay. Gucken wir nochmal. We finished scouring the city for any survivors. There were a handful of soldiers hiding in the hotel. We took care of them. A bunch of us raided the stockade, or what was left of it. Most of the big machines got fucked up in the fighting. We won't be riding on a tank anytime soon. Likewise, none. Oh mein Gott. Englisch ist schon langsam ein bisschen schwierig. Likewise, none of the heavy artillery is salvageable. The one exception is the Humvee. We managed to repair it, including the... Was? Ich kann das nicht lesen. 50 Kalorien mounted gun. This thing is impenetrable. I'd like to see someone fuck with us now. Okay, also sie haben einiges gefunden, haben ihr Zeug zusammengesammelt. Nicht alles war noch zu gebrauchen. Und sie haben wohl einen Humvee. Also einen gepanzerten Hammer müsste das sein. Also grob übersetzt würde ich das jetzt mal so nennen. Also quasi ein Armeehammer mit einem fetten Maschinengewehr drauf. Und ja, ich glaube, den werden wir auch noch zu sehen kriegen. Das hier ist ein Armeepanzer. Der hat aber auch seine besten Zeiten schon hinter sich. Death for Freedom. Naja. So, wo müssen wir denn dann lang? Also dadurch ging es jetzt nicht. No Hope. Steht hier. Achso, wir müssen ja durch das Gebäude, wo ich vorhin den Kollegen aufgespießt habe. Na, dann gehen wir doch da mal hin. Wir haben sowieso schon für ordentlich Wirbel gesorgt. Also können wir uns jetzt da schon mal direkt drum kümmern. Finden wir nochmal was. Hier eine Notiz. Schnell! Ja, ist ja gut. Ich würde euch gern mehr vorlesen, aber manches ist einfach so krackelig geschrieben, da würde ich so lange brauchen. Also ich bin ja gut in Englisch eigentlich und ich kann auch gut Englisch lesen. Der Pfeil ist decayed. Na toll. Ach nee, da ist er ja. Aber... Ne? Ich fände es halt gut, wenn die Notizen vielleicht auch auf Deutsch übersetzt worden wären, aber das wäre Zusatzarbeit gewesen, weil immerhin sind das Grafiken und keine normalen Texte und da muss man dann schon dran arbeiten. Eine Spezialwaffe, die nehmen wir natürlich gerne mit anstelle des Baseballschlägers. So. Explosives kriegen wir hier. War da eine Schublade? Ach nee. Alk, okay. The Boost. Hier ging es jetzt auch nochmal runter. Da werden wir jetzt mal kurz gucken, ob sich da noch irgendjemand aufhält oder ob da noch was zu holen ist. Ansonsten müssen wir dann hinten über die Treppe, über die wir reingekommen sind, wieder hoch. Aber das ist auch nur ein Eingang. Okay. Ja, die Treppe dauert jetzt ein bisschen, weil Ellie vor uns her wackelt. So. Hoppla. Dran vorbeigelaufen. So, jetzt sind wir da. Hä? Ach. Ja, das ist ja toll. Wie komme ich denn jetzt weiter? Habe ich hier irgendeinen Raum übersehen? Oder muss ich hier gar nicht lang? Das kann natürlich auch sein, weil hier kommt man auch nicht hoch. Nee, anscheinend muss man hier gar nicht lang. Okay. Dann gehen wir zu den anderen Kollegen zurück, die wir vorhin schon erledigt haben. Da muss ja irgendwo ein Weg sein. Das ist eine Feuerleiter. Ich weiß nicht, ob die... Also rein theoretisch könnten wir da schon hoch, aber... Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Durch das Gebäude hier gibt es hier einen Ausgang. Vielleicht bin ich daran vorbeigelaufen. Das war der Messerraum. Hier ist nichts. Über den Messerraum kommt man aber nicht raus. Okay, dann gibt es hier schon mal keinen Ausgang. Hier denke ich jetzt wahrscheinlich, wo rennt denn der hin? Das ist doch voll leicht. Aber ich weiß gerade echt nicht, wo ich lang soll. Ja, aber ich habe
Hoppla, da waren ja noch. Da ist ja noch. Das nehme ich doch. Da war da vorher noch eine Stimme von dem Gegner. Aber hier kommen wir schon mal nicht drüber, ist klar. Die Musik ist auch nach wie vor spannungsgeladen. Ach. Nein, werde ich nicht. Ich habe jetzt zwar ein paar viele Kugeln verschwendet, weil ich dachte, das würde mehr bringen, aber gut. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. So, jetzt haben wir hier aufgeräumt. Jetzt ist nur die Frage, wo wir lang müssen. Aber ich glaube, Ellie hilft uns das und ich hilft uns dabei und ich glaube, es ist tatsächlich die Feuerleiter. Das war wohl das Ende dieser Zone. Würde ich mal von ausgehen. Ah. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Berechtigte Frage. Man kann das nicht einfach alles so ertragen, was da so passiert und passiert ist und passieren wird. Vor allen Dingen auch noch. Und Tatsache, es ist die Feuerleiter. Dann war ja meine Mutmaßung richtig. Ihr könnt sie auch runterziehen, aber er hebt sie lieber hoch. Naja, gut. Komm schon. Na bitte. Da hätte er jetzt auch hochspringen können. Das hätte mehr Gewicht gemacht, als dass sie dran zieht. Nur mal so nebenbei. Aber Teamwork ist halt alles, ne? Okay. Wohin des Weges? Ach, da geht es schon wieder gar nicht mehr weiter hoch. Da ist schon wieder die Leiter kaputt. Wie hätte die überhaupt funktionieren sollen, bitte? Die Leiter, also die Treppe geht hier so runter. Würde dann aber hier an der Plattform enden und da ist kein Ausgang. Hä? Logic? Hat da wohl jemand nicht mitgedacht, hm? Naja, gut. Wir sind fast da. Naja, fast da würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich teile gern deinen Optimismus, Joel. So. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Ach, sie war ja in Boston. Stimmt. Stimmt. Ja. Irgendwie das Gefühl, wir sind hier nicht allein. Ich weiß auch nicht, warum. Und da ist wieder dieses Filmposter, was man überall sieht. So eine leichte Twilight-Verarschung, aber nur ganz leicht. Das ist so Team Jacob-mäßig. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Ich glaube, jeder von uns weiß, mit wem er mit wem er in dem Kino war und sich diesen meisterhaften Twilight-Streifen angesehen hat. Ich glaube, das können wir uns alle ganz gut ausmalen. Und das trifft ihn dann natürlich auch wieder so eine Erinnerung daran, auch wenn es so ein durch die Gasse. Mieser Film war. Bleib nur in Deckung. Okay, hier sind Gegner. Ich habe gerade das Klebeband durch die Wand genommen. Naja. Ja. Das ist der. Warum? MG-Truck.
Und dem sollten wir uns nicht zu nah nähern, weil das könnte wir tun. Versuche jetzt mal einen guten Einstieg zu finden. Ich muss natürlich gucken, wie ich die am schnellsten ausgeschaltet bekomme. Und da ich munitionsmäßig nicht gerade ausgelastet bin, wäre es schön, wenn wir davon ein bisschen was sparen könnten. Der steht doch da ganz gut, oder? Dreh dich jetzt nicht um, dreh dich nicht um. Ich glaube nämlich, wir müssen auf die andere Seite und das könnte dann schwierig werden. Drecksau. Das war ein Kopfschuss und der läuft einfach weiter. Das war auf jeden Fall ein Kopfschuss. Alle nichts fallen lassen. Ich hoffe, das Ding fährt jetzt noch nicht los. Wir haben uns hier noch nicht alles angeguckt. Freude im üblichen Sinne werden wir mit dem Ding auf jeden Fall nicht haben. Liegt da eine Leiche auf der Motorhaube? Naja. Wie gehen wir denn damit jetzt um? Wir müssen an dem Ding vorbei. Das ist ja schon mal sicher. Da ist nur der Truck. Keine Gegner. Ich sehe jetzt aber auf Anhieb auch nichts, was wir mitnehmen können. Deswegen riskieren. Ah! Jetzt geht's los. Verdammt, und jetzt schießen die da auf uns! Geschützturm! Bleib unten! Natürlich haben sie uns da gesehen, ne? So ein Mist. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen auf die andere Straßenseite. Da rein müssen wir. Go, go, go. Okay. Ellie? Verdammt, wo ist Ellie? Oh, du Mistsau. Die hat nicht viel geholfen, aber trotzdem kam sie im richtigen Moment. Na, komm. Zeig dich, du feige Sau. Cool. Wusste ich gar nicht, dass Ellie auch Munition geben kann. Ich dachte, sie gibt immer nur Medipacks, wenn es eng wird. Das Ding muss halt auch nie nachladen, ne? Und zwar ist immer ganz genau, wo ich bin. Das ist sehr, sehr schön. Okay, wir müssen hier natürlich raus. Oh. Ich glaube, wir müssen da hinten in die Gasse, weil da geht es ja nicht wirklich weiter. Also ich warte jetzt mal kurz noch eine Salbe ab. Eine Salbe, nicht Salbe. Sprechen ist heute nicht meins.
Und dann los. So, hier können sie uns nichts mehr anhaben. Außer die Kollegen halt. Scheiße. Aber zum Glück habe ich jetzt den Umgang mit der Waffe wieder einigermaßen drauf. Der hat sich versteckt, okay. Ja, da wird immer noch fleißig geballert. Wir müssen da natürlich jetzt so vorbei, ohne dass wir Schaden nehmen am besten. Gleich hier! So, das Ding ist durchgeladen. What the? Wie kam der denn jetzt hierher, bitte? Oh, hab ich einen Schreck gekriegt, ohne Witz. Alter. Drehst du dich um, ist plötzlich der Geschützturm hinter dir, hey. Okay. Sieht ganz gut aus, hier können wir natürlich mal wieder nicht weiter. Man könnte da ja schon irgendwie drüber, aber na, ist ja egal. So, da gibt's ein bisschen Alk, da gibt's ein bisschen Lumpen, brauchen wir gerade nicht, aber können wir? Nee, können wir nicht. Wie üblich eben, zu gucken, ob wir hier noch was finden, was wir brauchen können. Ammo, ja, sehr, sehr gut. Ammo, ein bisschen horten wieder. Bin zuletzt immer sehr short in Ammo gewesen und mussten viel sparen. War es eigentlich ganz gut, jetzt mal wieder was zu finden. So. Geschützturm ist ja nach unten gerichtet, nicht nach oben. Das heißt, hier oben haben wir eigentlich gute Karten, davon zu kommen. So, in die Richtung ist eine schlechte Idee. Da vorne ist ein Fenster offen. Okay. Joel. Kannst du bitte mal... Ach, das geht nur im Stehen. Ja, klar. Wieder fleißig sammeln, da ist nichts. Pillen. Allzeit bereit, Soldaten. Ich habe meine Waffe. Oh, hier dürfte uns erstmal kein Gegner erwarten. Da haben wir noch das und Alkohol ist schon wieder voll, aber wir haben auch nichts mehr, was wir herstellen könnten, weil wir sehr sparsam waren. Das heißt, ich muss jetzt da eine volle Flasche Alkohol zurücklassen. Naja, ein bisschen schade ist es, aber gut. Hoffentlich sehen die uns hier nicht. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Gut, dann haben wir nochmal Glück gehabt. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel.
Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Neue Freunde in der Apokalypse kann man, glaube ich, immer brauchen. Nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Dann sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Ich suche natürlich erstmal wieder alles ab. Und zwar im nächsten Part. Ihr hasst diese Cliffhanger wahrscheinlich, ne? Aber es ist jetzt nicht so ein Hardcore-Cliffhanger. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben in dieser Folge mal wieder viel, viel erlebt. Wir haben uns gegen diesen Geschützturm gewehrt und schlussendlich haben wir uns ein paar neue Freunde besorgt anscheinend. Mal gucken, wo sie uns hinführen, inwieweit wir ihnen denn vertrauen können, weil wir kennen sie natürlich nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Bis denn und Servusle!